Augen. Oh. Ist ja schön, dass er sich Sorgen um uns macht, aber der steht da nur so blöd rum, ist ja voll unnütz. So, Schlafsaal, Treppenhaus. Wo wollen wir denn hin? Immer noch den Sprengsatz bei uns in der Tasche. Total geil. Murmeln. Boah, vielleicht können wir den ja mit nu Wummeln be mit Wurmeln? Mit Murmeln bewerfen, meinte ich. Weil Murmeln sind ja immer was Tolles. Vielleicht können wir ja dem dicken Blödian. Da, guck mal da. Da, guck mal. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ach komm. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Was? Von dem Sprengzünder ist er nicht, ein Trinken? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ach komm, Gläschen in Ehren kann keiner verwehren, außer Shawnee. Die alte Pussy. So. Ach Der im Keller will auch seine Ruhe. Gehen wir mal zum Hintergarten. Da können wir auch gerade nichts machen. Was können wir denn jetzt noch so machen? Wir brauchen den Zettel von dem Shawnee. Der Shawnee gibt uns aber nur den Zettel, wenn wir ihn mit irgendwas beeindrucken. Jetzt ist nur die Frage, mit was könnten wir Shawnee beeindrucken? Kapelle, Brunnen, Kantine. Wir könnten ja noch mal gucken, ob die Birgit fertig ist. Vielleicht ist sie ja inzwischen schon fertig mit ihrem neuen Bild. Das geschah, Birgit, ganz recht. Unfähigkeit musste bestraft werden. Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Oh, das ist aber nett. Na gut, dann gehen wir wieder. Hoppla. Also mit Birgit können wir momentan nicht wirklich viel anstellen. Der Opa will auch nicht mit uns reden. Der lässt uns nämlich erst an seine Kiste, wenn wir das Banner haben. Und wie es aussieht, brauchen wir das. Quatsch, wenn wir doch dieses Abzeichen haben. Und scheinbar brauchen wir das Abzeichen. Die anderen Mädels wollen nicht mit uns reden, weil wir nicht glitzern. Ja, wir könnten ja mal mit Edna reden. Vielleicht können wir ihr aber schon etwas erzählen. Kommst du voran? Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Sehr cool. Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Geralt ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Lilly hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lilly. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Zwerg. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern.
Oha! Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Okay. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberinnen spioniert. Das hast du vorher schon gesagt. Oh Mann. Na gut. Kommen wir nicht hier auch noch irgendwo hin? Nee. Ob die Birgit jetzt mit dem Banner wohl fertig ist? Wollen wir mal nachgucken? Schauen wir mal nach. Ah, das hängt alles so blöd zusammen. Wenn man das eine nicht schafft, dann kommt man mit den anderen Sachen auch nicht weiter. Das ist echt doof. Die steckt ja immer noch. Meine Güte. Kann ja wohl nicht so lange dauern. Vielleicht brauchen wir einen Schraubenschlüssel. Aber wo kriegen wir denn jetzt zum Teufel einen Schraubenschlüssel her? Dann könnten wir nämlich die Masken abnehmen. Vielleicht brauchen wir die für irgendwas. Kriegen wir denn jetzt noch einen Schraubenschlüssel her? Schraubenschlüssel. Haben wir einen Schraubenschlüssel? Nee. Schraubenschlüssel. Schlafsaal, Treppenhaus. Jetzt muss ich doch nochmal kurz in dem Raum suchen. Vielleicht haben wir da einen Schraubenschlüssel übersehen. Das kann natürlich auch sein. Hallo! Schraubenschlüssel? Nee. Leider nicht. Blöd. Was können wir denn jetzt weitermachen? Vielleicht müssen wir der Birgit gerade ein bisschen Zeit geben, dass sie da mit ihrem komischen Banner fertig wird. Treppenhaus. Ich weiß, dass wir das nicht öffnen können, aber ich probiere es jetzt einfach mal, ob das so hinhaut. Nee. Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Okay. Kommt man vielleicht irgendwie an die Uhr ran? Das könnte natürlich auch sein. Das ist wieder die freundliche Topfpflanze. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Kann ja eigentlich an sich nicht schwer sein. Oh. Ist wohl keiner zu Hause. Na gut, dann gehen wir wieder. Was ist das denn? Sehr cool. Oh Mann, jetzt kommt man langsam wieder in so eine Frage, wo man nicht genau weiß, was man machen soll. Kaminofenhaken. Da kommen wir nicht hin, da können wir nämlich nichts sehen. Also das ist zu dunkel. Den anderen dürfen wir mit dem Sprengsatz nicht in die Luft jagen. Was ich echt gemein finde. Warum sollte man das nicht können? Oh, wir haben keine Haken und die Schaufel ist auch weg. Na super. Klosterflur ist auch nichts Spannendes.
Mysteriös. Die Oberin sitzt da immer noch? Lass mich allein. Ich bin durch mit euch Kindern. Kindern? Vielleicht will die Doris ja nochmal was von uns. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Sehr beruhigend. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Du Lügerer! Alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Du Lügerer! Also so langsam wirst du mir lästig, Kind. Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Und solange der Ofen im Keller aus ist und ich mein Messer nicht zurück habe, bleibt die Küche kalt. Du hast hier also nichts verloren. Es sei denn, du hast das Rezept der Oberin dabei. Okay, wir brauchen ein Messer für sie. Wir brauchen etwas, um den Ofen zu zündeln. Und wir brauchen das Rezept. Okay. Wo kriegen wir denn jetzt das Messer her? Messer? Ein Messer. Messer, 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 Messer. Ein Messer. Ach, vielleicht hat der Oppis in seinem Privatschatz da ein Messer. Ich frage mich ja immer noch, ob wir den Schraubenschlüssel herkriegen. Na gut, dann würde ich aber mal sagen, da ich jetzt auch merke, dass bei mir langsam so ein bisschen die Luft raus ist, ich muss so ein bisschen was machen, leider. Oh, ja. Die hat nach unten geguckt. Würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Also ich habe mich königlich amüsiert bei dem Spiel. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Haut rein, Leute.